Aha, okay, so. Wir sind gestartet. Ah, jetzt verstehe ich das. Musterlandung. Musterlandung. Okay, hier warten die Leute auf uns anscheinend. Wo seid ihr denn? Hallo, wo seid ihr? Geht nicht nach oben. Wo sind die Leute? Oder warten die wirklich am Labor? Oder muss ich erstmal da hoch? Da war der alte komische Tempel. Oder hat er hier irgendwo... Jetzt bin ich in Sibirien. Wäre es nicht hier irgendwo? Was so? Ah, hier seid ihr. Ah, das ist klar. Perry. Überlass es Perry. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß das auch. Na endlich, du bist da. Dieses Berugas Labortour. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Untergrund? Moment mal, Untergrund? Da kommen wir doch her. Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur du an die Welt befreien wirst. Wir werden alles tun, um dir zu helfen. Und gehen erstmal wieder weg. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Du und ich vertraue dir Miley an. Miley. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Duran, versuche nicht, mich aufzuhalten. Ich doch nicht. Das machst du schon. Komm. Wie aufregend, der König Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß das auch. Simba. Duran, wir kommen doch am Stück hier heraus, oder? Dort vorne ist eine Überwachungskamera, die übernehme ich. Ja, und jetzt? Ich will weiterlaufen. Ich kann nichts machen, Leute. Jetzt habe ich gerade... Ah, gut, Johann, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hallerö, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Los, gehen wir. Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Go, go, ich will fighten. Da, Vorsicht, ein Roboter. Ich will ein Druckbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Klebe ich hier. Was für ein Druckbild, denn muss ich doch nicht tarnen. Ah, was ist das denn? Au, aua, ouch! Der Arm hat mich gegrabbelt. Lass mich... Oh, Perry? Perry? Haha, bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Beschwer dich nicht, lass uns weitermachen. Alter, sind die cool. Die helfen einem ja voll. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Major hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Warte hier. Ich werde die Feuerluke verschließen. Toll. Darf ich überhaupt selber was machen hier? Duran, alles klar. Jetzt geht's los. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Mylin begleiten. Duran, du gehst vor. Alter, sieht die Waffe geil aus. Nice. Oh, das ist ein Plünderer. Komm mal rüber, ihr Sprung hier. Aua! Oh, 24 Schaden. Wow, ist ganz schön viel.
Oh, hier geht's wahrscheinlich hoch. Alles klar. Die machen ganz schön Schaden, du. Ups, Alter. Oh, Feider. Alter, der muss dem Beruhiger doch auffallen, wenn hier so viele Leute unterwegs sind. Es ist lange her, Duran. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig betätigen, um die Luke zu öffnen. Duran, nimm diesen Hebel. Okay. Bereit, Feider? Dann los. Jetzt! Offen, wir treffen uns später. Krass, wie die einfach hier und... Haha, wie cool. Ich will einfach mit so vielen Leuten, die sie einfach alle hier helfen, ey. Das ist total toll. Okay, mehrere Wege. Ich geh den oberen. Der war feider. Kuckuck. Kuckuck. Warum krieg ich denn jetzt noch... Oh, Kristall. Warum krieg ich denn jetzt noch Geld? Ja, ja, alle Kristalle, die kannst du dir knicken, du. Oh, ich gehe jetzt erstmal den Weg hier. Mal gucken, wann du hast die anderen Wege. Oh, ein Robo! Geil, komm her! Ah, tot, toll. Keine große Herausforderung. Knapp 200 Gold. Whee! Das war einfach. Oh. Jetzt muss ich das Geld auch nicht mehr aufsammeln. Oh, ein Tausender Crit! Alter, bin ich gut. Da geht's runter. Dankeschön. Ich bin zu mighty. Keine Ahnung, ob ich gerade den richtigen oder falschen Weg gehe. Ich laufe einfach hier durch. Haust du ab jetzt. Woo! Woo! Ah, ist das lustig. Was ist denn jetzt los? Er nun wieder! Right. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück. Ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wand. Was? Blase mit meinem Ballermann, ja, im Loch in die Wand. Alles klar. Halte die Ohren zu. Feuer frei! Lol. Geil. Geh nun. Natürlich, Roy. Tja. Wer stellt denn hier solche Dinger auf? Die sind nicht mal schwierig zu besiegen. Aber interessant, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Von anfänglicher Zeit bis hier. Oh, nice. Falsche Richtung, du Trottel. Mein Geld. Tadam! Woo! Tada. Und da ist auch noch einer. Juhu! Yeah! Und tschüss. Ist aber wohl einfach hier. Oh, nice. Mein Schatz. Vital-Elixier. Krass. Einfach mal links die Tür reingegangen. Cool. Was ist das denn da? Der Empfänger. Ja, Vital-Elixier. Ja, gleich mal suppeln. Können wir mal erst mal KP dazu hier. KP steigen um 5. Zack. Geil. Milo, was los? Ich sehe es. Beruga versucht mit einem Luftschiff zu fliehen. Die Tore des Schiffs sind bereits verschlossen. Wir müssen eine der Luken öffnen. Er darf nicht entkommen. Okay. Hi. Ach, meine. Wir müssen alle Schalter gleichzeitig betätigen. Duran, beeil dich und geh in deinen Raum. Bett? Wo ist denn mein Raum? Kuckuck! Ja.
Dann werden hier wahrscheinlich auch schon... Ne, hier ist... Das muss der Schalter für die Fenster sein. Duran, hörst du mich? Wenn ich rufe, müssen wir alle Schalter gleichzeitig drücken. Bereit? Jetzt! Was ist jetzt? Habe ich den jetzt gedrückt oder nicht? Anscheinend haben wir den gedrückt. Gut. Du sollst nicht auf mich schießen! Abwehr von Duran nimmt ab. Was willst du? Wegkommst. Ich glaube, ich spinne. Was ist da denn? Alter, hopp! Okay, lag auch daran, weil ich ordentlich Schaden genommen habe. Ich nehme jetzt erstmal die kleinen Sachen. So, 70 Kraftpunkte. Und mal 70 Kraftpunkte zurückholen. Ja, komm, einer geht noch. Können wir ja jederzeit. Na, ich denke nicht, dass wir hier nochmal raus können und uns komplett voll heilen können. Spinner. Was ist da drin? Ach, Perry. So werden wir Beruga stellen. Los, Duran. Alter, hau ab jetzt. Oh, Level up, nice. Level 30 erreicht. KP steigt um 16. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Und das Glück steigt auch um 2. 350 KP. Ist das Imba oder ist das Imba? Ja, ich weiß, ich krieg derbst Schaden, aber kann ja jetzt nichts retten. Ja, ich denke, man kommt mit Sicherheit nochmal irgendwo zum Einkauf, oder? Es ist gleich wirklich Ende Banane. Ich weiß halt ja nicht, wenn wir Beruga besiegen, ist das Spiel dann zu Ende? Ich habe ja keine Ahnung. Oh, naja, gut, komm, wir nehmen es mit. Das hier. Was ist das hier? Achso, oh! Hä? Stehe ich jetzt auf dem Luftschiff oder was? Na, ihr beiden, was macht ihr denn da? Duran, diese Maschine heißt Computer. Komisches Ding. Sie ist Herz und Gehirn dieses Schiffs. Es gibt genau 7 Computer an Bord, die das Schiff steuern. Fallen alle aus, wenn das Schiff abstürzt. Duran, dies sind Zeitbomben. Hefte sie an die Computer. Wir teilen uns auf. Viel Glück. Hä? Willst du mir gerade was von Computern erzählen? Aber Zeitbomben hast du entwickelt, oder was? Okay, anscheinend sind wir jetzt auf seinem Luftschiff gelandet. Von einem Turm zu springen erfordert viel Mut. Auch ich liebe das Risiko. Deine Art gefällt mir. Gleich folgt der große Showdown. Okay, das ist einer der Computer. Und die Zeitbombe muss ich wahrscheinlich der Zeitbombe Bombe von Pfeiler erhalten. Okay, ausgerüstet. So, wahrscheinlich muss ich die da irgendwie... Das ist also ein Computer. Duran legt eine Zeitbombe. Okay. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich... Oh, lol, die Dinger schießen ja. Was habt ihr da? Raketenwerfer. Natürlich, wir haben Raketenwerfer. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach mal durch die Weltgeschichte. Irgendwo muss ich ja... Nicht schießen, ich bin freundlich. Nicht schießen, ich bin freundlich. Hörst du auf. Tötet mich nicht. Was so? Da geht's auch rein. Kuckuck. Okay, das sind wahrscheinlich die gleichen Wege. Ja, die tun sich wahrscheinlich nichts. Ich gehe trotzdem mal beide Wege, einfach zu gucken. Was ist hier? Achso, alles klar. Okay, es sind die gleichen Wege. Aber es scheint hier nirgendwo Computer zu geben. Nö. Okay, dann sind die wahrscheinlich alle oben. Komm, wenn wir die Gegner hier schon besiegen, kriegen wir vielleicht noch so viel Erfahrung, dass wir noch ein Level erreichen, oder? Vielleicht. 7 Computer. Exit. Haha, steht ein Schild mit Exit. Cool. Wie die Schaden machen und was ich für Schaden raushole. Und davon aus, dass hier noch irgendwo einer ist.
Nur deinen neuen Schaden. Du machst auch gar keinen. Ist hier irgendwas? Ich geh einfach mal weiter. Alter! Oh, das ist doch nicht wahr. Aber wer von du reinnimmt, ab. Ich warte jetzt einfach hier, bis er wieder fertig ist. Ab von du rein hier zurück. Alter! Der haut mich auch noch fast weg, ne? Du rein benutzt die Götterknölle. Dann nehmen wir noch eine Wunderknolle. Und dann sind alle happy. So. Gut. Okay, das sind zwei Computer. Das Sicherheitssystem erfasst du mal. Schön. Das ist also ein Computer. Zack, Zeitbombe gelegt. Da auch. Jetzt habe ich drei gelegt insgesamt. Das sind noch vier. Wahrscheinlich sind die anderen vier auch alle in dieser Kombination angelegt. Das heißt, jetzt kommen noch jeweils zwei Räume. Wieder mal nach. Von hier kam ich doch. Da muss ich runter. Verdammt, was? Nee, dann kam ich nicht von rechts. Dann muss ich doch da lang. Oder? Na, okay, hier war ich noch nicht. Was ist das denn für Räumlichkeiten, du? Das ist nix. Ah, hier ist einer. Das ist also ein Computer. Du anlegst einen Zeitpunkt. Jetzt habe ich noch drei. Jetzt habe ich noch drei Bömmchen, die ich hier irgendwo hinlegen muss. Da oben war nichts mehr, da war nur ein Computer. Ich denke mal, dass hier unten noch irgendwo ist, wo ich noch nicht geguckt habe. Ah, hier war ich noch nicht drin. Ah, alles klar. Ach, Feider, du bist auch hier. Wir waren kurz davor, Beruka zu stellen, doch er entkam. Egal, diese Bomben wird er nicht entkommen. Alle Fluchtwege und Triebwerke stehen unter unserer Kontrolle. Beruka kann nicht entkommen. Duran, begib dich nach hinten, wenn alle Bomben gelegt sind. Ja, fehlen ja noch die hier. So, habt ihr jetzt noch eine noch, oder was? Was ist das jetzt? Ich hab noch eine, oder? Eine Zeitbombe habe ich noch. Ach, die ist wahrscheinlich hier irgendwo noch, wa? Da hinten. Aua! Gehen wir hier nicht. Okay, da geht's auch nicht rein. Könnte mir da eben jetzt gedacht, dass da noch eine ist. Wie ist denn dann die letzte Bombe? Wo ist der letzte Computer, wo die Bombe hin muss? Dann habe ich irgendwo was übersehen. Ja, ihr beiden seid aktiv. Ein Bömmchen fehlt noch. Da lang? Jetzt komme ich ja wieder hier hin. Was ist denn, wenn ich da lang gehe? War ich hier schon? Ne, hier war ich glaube ich noch nicht. Ist auch gar nichts. Zeitgang oder so was? Okay. Ah, Beruka. Wo ist dein letzter Computer? Ach, da müssen wir wahrscheinlich hin. Das sah so aus, als wäre das irgendwie das Ende. Was ist da denn? Okay, warte mal. Warte mal. Auf der anderen Seite. Jetzt überlege ich, auf der anderen Seite müsste auch noch einer sein, weil wir ja da, was kann ich denn da noch machen? Da muss ich da lang, okay. Weil auf der einen Seite war ja Feider, der hat uns die Bomben gegeben. Dann wird auf der rechten Seite wahrscheinlich auch noch so ein einzelner Computer sein. Mit Sicherheit. Das ist, ey, du Schwein. Warum hat Beruka eigentlich Schweine unter sich? Hat das irgendeine Bedeutung?
alter Schweinefetischist. Aber wir kommen, glaube ich, ganz gut durch, oder? Also ich glaube nicht, dass das noch ewig weitergeht. So, müssen wir jetzt einfach durch. Und ich glaube, hier ist der da ist der Letzte, alles klar. Duran, leg hier eine Bombe. Sag mir, Duran, wenn es das hier vorüber ist, was hast du denn vor? Ich weiß nicht. Momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt, zu überleben. Verstehe. Aber wir werden bald am Ziel sein. Das war sein Computer. Duran, leg eine Zeitbombe. So, jetzt habe ich alle Bomben gelegt. Jetzt muss ich da unten wieder hin, wo wir gerade schon mal waren, glaube ich. Hier lang.